So, noch ein Unboxing. Da geht es heute um den SPC Maker Bat 78 mit einem FR Sky XM Plus Receiver. Schauen wir uns das gute Stück mal an. Schöner Karton. So, da haben wir den Kollege. Sehr robustes Frame, also wirklich richtig stabil. Sehr schön. Da haben wir den Piepser. Zwei LEDs, VTX-Antenne, Empfängerantennen, XT30-Connector, Carbonverstärkung, zwei Gummis zum Befestigen der Lipos. So, was kommt noch in der Box? Wir haben Ersatz-Befestigungsgummis, ein Anti-Rutschpad für den Lipo, schätze ich mal, was das ist, Aufkleber. Dann noch Champfen 4-Blatt-Propeller. Dann bekommen wir noch ein Datenkabel. Säckchen gegen die Feuchtigkeit. Eine Erklärung für den EtherSky-Empfänger. Und eine riesengroß ausgedruckte Beschreibung. Also ich glaube, in der Größe habe ich noch keine Beschreibung erhalten. Die sind normal sonst immer mini gedruckt, aber das ist echt schön groß gedruckt, super leserlich. Ja, packen wir das alles mal wieder da rein. Was ich an dem Korb da so anders finde als an die anderen Whoops, die haben meistens so Plastikframes, die einfach viel zu schnell kaputt gehen. So, und ich war auf der Suche nach etwas, das einfach wirklich ein paar Schläge einstecken kann. Ja, weil oftmals ich fliege in Parkhäusern oder in Parks mit Bäumen und da man doch ein bisschen schon die Dinger im Acro-Mode rannehmen möchte, dann sollen die auch mal ein paar Schläge einstecken können. Und ich meine, der Test wird es zeigen, aber von dem, was ich jetzt schon sehe, also dass der Kunststoff ist echt robust, ist auch urschwer, den zusammenzudrücken. Aber wir werden sehen. Das erste Flight Footage erfolgt dann, sobald ich mal wieder zum Fliegen komme.